Es geht jetzt um den österreichischen Schriftsteller Bernhard Eichner. Der sorgt ja für großes Aufsehen im Moment mit seinem Thriller Totenfrau. Da führt er die Leserinnen und Leser mit sicherer Hand durch die Geschichte, die wahrlich in die Tiefe geht. Die Heldin des Romans ist neu, sie ist eine Frau, sie ist liebevolle Mutter und sie ist Mörderin. Und das Besondere in dem Buch ist, dass man diese Mörderin mag. Es ist eine Rachegeschichte, die es in sich hat. Ich liebe dich, sagt er noch, dann fährt er los. Blum will gerade zurück ins Haus gehen, da hört sie den Knall. Sie sieht es. Einen Rover, ein großes schwarzes Auto. Zuerst kann sie nicht einordnen, was da passiert. Sie begreift es nicht. Das Auto, Mark, wie er einfach verschwindet. Wie der große Wagen ihn wegschiebt, ihn umwirft. Wie er fällt. Wie er ihn einfach überrollt. Wie Resa zu laufen beginnt, Blum hinter ihm. Wie Mark unter dem Auto verschwindet. Wie laut das Metall ist, wie das Motorrad mitgeschleift wird. Mark, wie er überrollt wird. Wie eine Puppe dreht sich sein Körper, wie Spielzeug fliegt er durch die Luft, vor ihren Augen. Bernhard Eichners Thriller Totenfrau erregt internationales Aufsehen. Eine ungewöhnliche Handlung, in außergewöhnlichem Schreibstil zu Papier gebracht, die in einem für die meisten unheimlichen Milieu spielt. Dafür hat Bernhard Eichner besonders gründlich recherchiert. Bei diesem Buch, was mir besonders wichtig, weil eben die Heldin Bestatterin ist und ich mich dem Thema Tod so ein bisschen genähert habe und bei einer Bestattung in Innsbruck recherchieren habe dürfen und mich mit dem Thema Tod so ein bisschen angenähert habe. Aus eigenem Interesse, aus eigener Angst heraus irgendwie, weil das Tabu einfach so groß ist in der Gesellschaft und in meinem Leben die Angst groß war. Für mehrere Leichen sorgt die Bestatterin Blum, die den Mord an ihrem geliebten Ehemann rächt. Auf subtile Weise, erdacht vom Autor Bernhard Eichner. Ist ganz spannend, da sitze ich dann am Schreibtisch bei einer Flasche Wein und frage mich dann, wie könnte ich den jetzt umbringen? Und das ist ja wirklich ganz spannend, wenn man sich überlegt, man bringt jetzt den Gatten um, wo tut man den hin? Und schon beim Einladen ins Auto irgendwie wird man von 7 Leuten gesehen und im Wald beim Vergraben, ein Hund grabt ihn 3 Monate später wieder aus und es sind ganz viele, mit Kripo-Leuten geredet und mit vielen Leuten geredet irgendwie. Es ist wirklich schwierig, was macht man dann mit den Verstorbenen? Und das ist natürlich der Beruf der Bestatterin, ein hervorragender Beruf, um Leute umzubringen. Kaum veröffentlicht, wird der Thriller auch schon in mehrere Sprachen übersetzt und weltweit veröffentlicht. Und auch die Filmbranche ist schon aufgesprungen. Also die Filmrechte sind weg. Die Produktionsfirma in Berlin ist dran. Es werden gerade Co-Produzenten gesucht in Österreich, Frankreich und Kanada. Also es wird eine internationale Co-Produktion. Und es wird mit großer Wahrscheinlichkeit eine Serie daraus werden. Also 6x60 Minuten. Der aus Osttirol stammende Autor lebt seit vielen Jahren in Innsbruck. Die Totenfrau ist Bernhard Eichners 8. Buch. Mit Jobs als Kellner und Fotolaborant erarbeitete er sich die Externistenmatura, um später Germanistik zu studieren. Er arbeitet auch als Fotograf, aber Schriftsteller wollte er schon immer werden. Bei mir war es relativ früh schon, sage ich, mit 15, 16, 17 war so der Wunsch plötzlich da, möchte gern Schriftsteller werden. Das ging da eher darum, irgendwie, dass man einfach mit Worten Geschichten erzählen kann und dass man Welten erfinden kann und ja, Dinge schaffen kann, auch irgendwo in der Einöde. Und dass man mit einem Blatt Papier und einem Stift was schaffen kann. Und das war das Faszinierende. Und das wollte ich und will ich eigentlich immer noch und bis heute. Und ich hoffe, ich darf noch lang. Die Totenfrau ist ein Thriller, der den Leser über sich selbst erschaudern lässt, wie viel Sympathie man für eine Mörderin empfinden kann. Und für den Autor der bisher größte Erfolg. Natürlich ist es Arbeit, aber es ist auch ganz eine wunderschöne Arbeit, die, ja, das ist ja glücksbringend, das Schreiben.